Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir haben es geschafft, die Blockade von Isla Santuario zu durchbrechen. Wir konnten zwei Kriegsschiffe auseinandernehmen. Nur leider hat es Julio nicht geschafft. Anton Castillo hat ihn in die Finger bekommen und an ihm ein Exempel statuiert. Naja, jetzt sind wir ins nächste Gebiet vorgedrungen, El Este, und müssen dem Widerstand und Julio zuliebe weitermachen. Denn er hätte nicht gewollt, dass wir jetzt einfach aufhören. Als ob hier jetzt gerade keiner langläuft. Warum zum Teufel ist hier gerade keiner? Ich habe jetzt seit dem letzten Part wieder das Spiel beendet und neu gestartet. Was zur Hölle ist hier los? Auf einmal sind alle Wachen weg. Weird, aber zugegeben, das hat es mir leichter gemacht, da den Loot zu holen. Umso besser. Mehr brauche ich hier ja nicht. Ne, erobern kann ich das Ding ja nicht, sonst wäre es, denke ich mal, so markiert, ne? Ich denke mal, nur so etwas kann ich wirklich zurückerobern. Vielleicht wird es ja automatisch erobert, wenn ich die FND-Basis in der Nähe auch mit einnehme. Jetzt aber ohne Scheiß, da ist keine Sau. Wie weird ist das denn bitte? Ich weiß ja noch, dass am Ende. Wow! Alter! Der Supremo Boost! Wie geil! Oh. war ich nicht. War ich nicht. Das muss die trockene Hitze sein. Wie krass ist das denn? Einfach nur, um sicher zu gehen, den Alarm deaktivieren. Adios, Verstärkung. Bin ich eigentlich Arsenal, Amigos, Fahrzeuge, Inventar, Sammlung? Ich habe keine Skillpunkte. Fällt mir jetzt erstmal auf. Entweder habe ich es noch nicht freigeschaltet, dass ich Skillpunkte oder Skills kriegen kann. Oder die gibt es hier nur in Form von Bonus-Perks, die man auf Waffen und Ausrüstung haben kann. Wäre nicht schlecht. Also, was heißt nicht schlecht? Wäre mal was anderes? Auch wenn ich ehrlich gesagt das Skillsystem von den letzten Teilen durchaus gemocht habe. Aber gut. Handschriftliche Nachricht. Sehr geehrter Herr Kapitän, Osvaldo Diaz. Ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind und es tut mir leid, dass ich Sie damit belästigen muss. Aber wir glauben, Sie sollten Bescheid wissen. Einer der Stallknechte, Sergio, stört die ordnungsgemäße Arbeit und ist vielleicht kein wahrer Jaraner. Er wurde noch nicht gemeldet, weil seine Arbeit gut ist, aber wir denken, dass er sich zu sehr mit den Soldados, denen wir dienen, anfreundet. Manchmal verschwindet er zum Rauchen. Man hat ihn auch schon spät in den Ställen herumlaufen sehen. Insgesamt ist er zu freundlich und leistet verdächtig gute Arbeit. Ich hoffe, Sie verstehen. Die Stallarbeiter. Okay. Komme ich da echt nicht hier rein jetzt? Wüsste ich aber. Erstmal das Metall hier mitnehmen. Benzin auch. An den Benzinfässern müsste ich mal öfter vorbeigehen und das Benzin mitnehmen. Ich dachte ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich an so einem Benzinfass vorbeigehe, dass ich es in die Hand nehmen würde, wenn da steht Benzin mitnehmen. Aber nee, damit ist was anderes gemeint. Jetzt merke ich es erst. Mein Ernst, wie? Ich komme da nicht rein, aber da ist eindeutig etwas drin. Moment. Vielleicht vom Dach aus. Nein. Oh, ich will doch jetzt hier nicht auch noch das Haus in Brand stecken. Komm schon. Och, komm, ey. Wirklich. So. Alter, so muss es doch gehen. Danke. Ich wollte schon sagen, auf die Art und Weise werde ich da ja wohl hochkommen. Ne, mit dem Dingen bin ich ja nur in der Lage. Warte mal, habe ich jetzt mit R1? Ah,
okay. So bin ich in der Lage, Wachen abzulenken. Praktisch, praktisch. Aber jetzt mal im Ernst, wie komme ich da hoch? Es muss doch ein... Oh, ich glaube, ich weiß. Habe ich da gerade eine Kletterpflanze gesehen? Es sah verdächtig nach einer Kletterpflanze aus. Nee. Schade. Ja, dann gehen mir langsam aber sicher die Ideen aus. Da drin gibt es ein armes Pferd, das um Hilfe ruft. Wie zur Hölle komme ich da rein? Muss ich irgendwo, keine Ahnung, Untergrundweg finden? Was ja sehr weird wäre. Aber keine Ahnung, das wäre noch so Far Cry-typisch, schätze ich. Ach, Leute. Ich hinterlasse hier ein Flammenmeer, ohne es zu wollen mit dem Supremo-Anzug. Rucksack. Ich muss aber hoffentlich nicht irgendwie mit dem Pferd die Tür eintreten oder irgendwie sowas. Wäre jetzt noch so eine Sache, die mir eventuell einfällt, die ich mir aber kaum vorstellen kann. Ja. Ich hinterlasse nur Kratzer an der Tür. Übrigens, nice Detail. Super Spiel. Ja, komm Leute, ich will mich jetzt hier auch nicht Ewigkeiten rumärgern. Vielleicht habe ich auch noch nicht das richtige Werkzeug, um an den Inhalt von ja, der Scheune zu kommen. Irgendwie, irgendwann komme ich da bestimmt ran. Ah, Medizin, aber hallo, ordentlich Medizin. Sehr schön. Ich glaube, ja, ich habe hier einigermaßen alles mitgenommen. Ach komm. Nehme ich eins der Pferde wenigstens noch mit. Das, ja. Hi. Na dann. Ja genau, da wollte ich ja als nächstes hin. Clara, ich bin in der Nähe von El Este. Und die Geschichte wiederholt sich. Und das bedeutet? In diesem Land werden Legenden geboren. Die 67er Revolution begann in El Este. El Tigre, Lucky Mama, Lorenzo, Lobo. Sie führten die Guerilla an, die Castillos Vater Gabriel stürzte. Libertad schließt den Kreis für Yara. Und die wissen, dass ich komme, um ihnen die guten Nachrichten zu überbringen? El Tigre ist schon ganz aufgeregt. Versprochen. Da bin ich auch sehr gespannt. Oh, okay. El Tigre? So sieht's aus. Du bist sicher der Kleine von Clara, der Auserwählte von Libertad. Nenn mich nicht Kleiner. Schon verstanden. Du bist Baby Tigre. Und keine Angst, ich sorge dafür, dass du nicht als Trophäe von Benitez endest. Wer ist Benitez? Die Anführerin von Castillos Marine. Ein echtes Seeungeheuer. Sie liebt es, Verräter wie Fische an der Leine zu trocknen, damit ganz El Este es sieht. Tja, Pech gehabt. Jetzt bin ich in El Este. Finde ich gut. Wirklich. Hattest du eine lange Nacht? Ja, gestern sind Rum und Cola in Strömen geflossen, Baby Tigre. Na gut, keine Cola. Kann ich. Ich schicke ein paar Fotos, damit du uns finden kannst. Ist das schon Felsen? Krebs? Ja, meld dich, wenn du da bist. Und bring deinen Kletterhaken mit, den wirst du brauchen. Jetzt beweg deinen Arsch auf unseren Berg. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, Baby Tigre. Alles klar. Ganz ruhig. So, kein Handy am Steuer, ich weiß. Fernmeldestation Gran Roca. Puh. Hey, Clara. Ich bin in El Este und sehe einen scheiß großen Funkturm. Das ist Castillos persönlicher Sendeturm mit seiner Spionagestation. Geh da rein und lade alle Infos runter, die du aufspürst. Finden wir raus, was Castillo abgehört hat. Scheiße, eine Kamera. Sanitäter. Okay, die verfolge ich jetzt auf jeden Fall.
So, schön vorsichtig. Oh Mann. Hier unentdeckt durchzukommen, wird lustig. Shit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt alle von den Kerlen, alle von den Soldados markiert habe. Dann kann ich jetzt langsam aber sicher systematisch mit dem Ausräuchern beginnen. Ja, ich hätte vielleicht an einer der Waffen nochmal einen Schalldämpfer anbringen sollen. Jetzt hier komplett ohne schallgedämpfte Sachen lang zu laufen, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Das Gute ist aber, die Gegner sind einigermaßen gut auseinandergefächert. Das bedeutet, ich habe relativ leichtes Spiel, die auszuschalten. Genau so. Hier muss ich vorsichtig sein. Oh, no. Scheiße! Come on, ey! Ach. Komm, da lade ich direkt den Autospielstand neu. Meine Güte, manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin so vorsichtig, wie ich nur sein kann. Und trotzdem will mir das Spiel irgendwie nicht wirklich die Trophäe gönnen, oder? Ey, da versage ich echt schon beim allerersten Gegner. Das ist. Uff. Das ist hart. Ich sehe uns an. Damit meine ich hart schlecht. Den Alarm sollte ich ausschalten. Warte jetzt erstmal, bis der Typ hierher kommt. Der da, der bleibt ja dort. Okay. Gut. Kann ich die Kamera irgendwie manuell auch ausstellen? Das wäre ganz geil. Irgendwie nicht. Zumindest sehe ich hier keine Option. Okay, ganz vorsichtig. Erstmal einen Alarm deaktivieren. Das ist bestimmt nicht der einzige hier. Dachte ich mir. Ach komm bitte! Wirklich so schnell? Ich meine, ich weiß nicht, dass ich nicht gerade Tarnklamotten anhabe, aber bitte. Alter, was? Die schmeißt direkt eine Rauchgranate und haut ab? Alter. Ey, nee, Leute, ich will das jetzt bei dieser Basis auch mal schaffen. Die Gegner sind einigermaßen breit gefächert, sprich, ich sollte eigentlich leichtes Spiel haben. Aber wisst ihr was? Moment. Wenn ich jetzt schon gerade hier einen Speicherpunkt habe, dann versuche ich mal was. Ich teste mal was. Nämlich, ob diese Waffe abgefeuert werden kann, ohne dass ich entdeckt werde. Ob das wenigstens eine leise Waffe ist. Das sollte ich ja bei einem Gegner hier ganz gut testen können. So. Das klang nicht wirklich leise.
ganz ehrlich. Die Kamera muss weg. Aber. Der Alarm muss weg. Witzig. Kamera. Irgendwie wurde kein Alarm ausgelöst. Lustig. Mit anderen Worten, diese Waffe könnte eventuell doch leise feuern. Hier ist es gefährlich. Okay, es ist schon mal etwas. Keine Verstärkung mehr. Zählt das noch? Schlüsselkarte bekommen. Zählt das als entdeckt werden, wenn ich nicht wirklich, wenn ich den Gegner noch gerade so töten konnte, bevor Alarm geschlagen wurde? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal drauf ankommen, Leute. Könnt ihr den Schlüssel schon mal benutzen, aber eins nach dem anderen. Was, wo? Der guckt gerade hier rüber. Schlecht. Gut. Schnell weg mit ihm, bevor er entdeckt wird. Sollte, glaube ich, reichen als Sichtschutz. Gut. Das Problem ist jetzt, wie soll ich an ihn rankommen, ohne dass er es mitkriegt? Da ist er jetzt ein kleines bisschen stehen geblieben, aber in der Zeit komme ich unmöglich zu ihm hoch. Ich könnte ihn eventuell jetzt, dann müsste ich aber ganz genau zielen. Okay. Gut. Das funktioniert wenigstens. Oh. Ich glaube, da oben sind eigentlich drei Leute, oder? Zumindest habe ich einmal drei gesehen. Das heißt, ich müsste, wenn ich da oben ankomme, ganz schnell sein. Am besten gehe ich sogar als nächstes dorthin. Was? Scheiße. Oh, das Gute ist, jetzt ist einer von denen abgehauen. Oh nein. Gut. Okay. Damit ist, sind schon mal ein paar weg. Einer von denen ist da rechts runtergelaufen, lustigerweise.
Keine Ahnung warum, aber... Oh. Ich mache jetzt keinen Scheiß. Wo läuft der denn jetzt lang? Würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Oh, no. Will er jetzt wieder hoch? Jetzt entdeckt er den anderen, der beim Hochklettern abgeschossen wurde. Das ist. Gut. Vorsichtig. Da draußen lauert noch jemand. Haben die gehört, von wo ich geballert habe? Ich hoffe nicht. Die zielen jetzt nämlich ziemlich genau in meine Richtung. Das wirst du büßen, Kommandierender. Das gefällt mir nicht, dass die in meine Richtung zielen. Die sollten sich trennen. Trennt ihr euch bitte? Das wäre mega nice. Komm schon. Wo ist der andere? Da hinten. Ist hier irgendwo noch einer? Ich habe das Gefühl... Scheiße. Oh. Ich habe tatsächlich bislang immer noch einen übersehen. Nein, come on! Come on, warum? Ich wurde doch noch nicht entdeckt, wieso? Oh, warum habe ich mich auch nicht um den Alarm gekümmert? Wo ist der andere da hinten? Ach, so eine Scheiße jetzt. Das ist doch Kacke. Ja, toll. Ey, hätte ich den Alarm direkt am Anfang noch mit ausgeschaltet, ich hätte keine Probleme gehabt. Die wären voll auf sich gestellt gewesen. Ach man, Leute. Das ist jetzt voll scheiße. Zählt es immer noch als nicht entdeckt werden? Ich glaube, ich habe die Verstärkung gefunden. Ich versuche es trotzdem noch. Ist mir scheißegal. Oh, no. Alter! Ey Leute, ich könnte kotzen gerade. Glaubt ihr mir das? Ich könnte kotzen gerade. Soll ich es nochmal versuchen? Ja doch, ich versuch's nochmal. Scheiß drauf. Okay, versuchen wir es nochmal. Augen auf, Danny. Und go. Meine erste Priorität wird es sein, die Alarme auszuschalten. Alles andere ist erstmal sekundär. Was? Ach so. Oh. Mädel. Er hat mich jetzt schon leicht erschreckt, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht,
Entdeckt sie mich? Gilt das als Entdecken, wenn sie mich sieht oder nicht? Wo passt du denn rein? Okay. Oh oh. Shit. Muss ich ganz schnell machen und den anderen Alarm ausschalten. Wo kann ich denn den Alarm ausschalten? Scheiße. Oder die Kamera. Kann ich die Kamera auch irgendwie abschalten? Okay, die Kamera reagiert auf die Leiche nicht. Gut, gut. Hier ist doch der andere Alarm, oder nicht? Jetzt sehe ich den anderen Alarm. Jetzt müsste doch jeder Alarm aus sein, oder nicht? Oh. Okay, oh. Gut, gut. Oh Mann. Und ich merke nicht, wie die ganze Zeit mein Wecker geht. Oh, sorry, Leute. War jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund zu hören. Mein Fehler. Mach jetzt keinen Scheiß, Junge. Gut. Natürlich. Da wollte ich jetzt echt keine Risiko mehr eingehen. Ich glaube, jetzt habe ich alle Gegner bis auf den da oben. Glaube ich. Oh nein, 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 die Kamera. Hä? Ist die Kamera aus? Ich weiß es nicht. Oder bin ich jetzt schon am anderen Gebäude? Nee, eigentlich nicht, ne? Komisch. Egal. Einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Das muss der letzte da oben sein. Yara ist unser Land. Unsere
Und falls nicht, dann sehe ich den Rest eigentlich von da oben aus. Auf jeden Fall. Okay. Gut, gut. Was? Hä? Diese random Geräusche, die ich hier manchmal zu hören kriege. Alter, guckt euch mal die Weitsicht an. Aber jetzt nicht von der Grafik abgelenkt werden. Go, 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 go. Das muss noch passen. Ja, das passt. Okay. Also ich sehe nicht so niemanden mehr. Ich muss ganz vorsichtig sein jetzt. Ich weiß, dass ich jetzt aufrecht gehe, aber... Was, was? Ich höre irgendwie immer noch so ein bisschen Funkspruch. Funksprüche. Hoffentlich machst du Antons Leben zur Hölle. Oh, Mädel. Alter. Ich dachte, ich hätte jetzt verkackt. Alter Mädchen. Okay. Wo ist der Computer? Ich will direkt an ihn ran. Okay. Bevor ich noch entdeckt werde oder so ein Shit. Wahrscheinlich wären jetzt die Gegner alarmiert worden, wenn noch welche in der Nähe wären. Aber die Tatsache, dass ich jetzt alle erledigt habe, sollte dafür sorgen, dass ich keine Probleme mehr habe. Ich hoffe, hier drinnen sind nicht noch welche. Hier scheinen nur Forscher zu sein, die keine Probleme mit dem Widerstand haben. Die froh darüber sind, dass wir sie befreien. Solange das so bleibt, ist ja alles gut. So. Und ich hoffe, danach ist Schicht im Schacht. Ziel abgeschlossen. Jawohl. Sehr gut. Und nun? Oh. Da ist doch noch einer. Okay. Scheiße. Das ist der einzige, der jetzt noch fehlt, oder? Das Problem ist, der guckt jetzt genau in die Richtung der Leiter. Der hat sich perfekt verschanzt. Es sei denn, der geht jetzt gleich noch einmal... runter von dort. Aber ich glaube, der macht keine Anstalten, da jetzt nochmal runter zu gehen. Doch. Komm schon, tu mir den Gefallen. Ha? Oder soll ich einen Baseball schmeißen, um ihn wegzulocken? Hat das geklappt?
Ich weiß nicht. Oder vielleicht hier so. Ja, das hat geklappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bitte, lass mich jetzt die Trophäe bekommen haben. Das muss doch jetzt gezählt haben, ey. Erobert. Fernmeldestation Gran Roca. Von Libertad kontrollierte kein Alarm, unentdeckt. Da hab ich's doch. Ja! Ich bekomme die Bronzetrophäe Ninjarilla. Alter, Ninjarilla, wie auch immer man es lesen soll. Alter, Leute. Ich weiß, das hat jetzt den ganzen Part lang gedauert, aber meine Fresse, ich wollte es geschafft haben, damit die Trophäe schon mal weg ist. Oh. Vielleicht hätte ich auch warten müssen, bis ich ein paar mehr von den leiseren Waffen freigeschaltet habe. Aber egal. Das hat ja jetzt auch so funktioniert. Sehr schön. Ja. Neue Fotos? Okay. Ja, ja, das mit dem Krabbenfelsen. Ich weiß, ich weiß. Kann ich hierfür Munition irgendwo auffüllen? Geht das? Hier. Nee. Helikopter rufen. Cool. Jetzt habe ich wenigstens schon mal einen Ort, wo ich mir was zum Fliegen holen kann. So, Moment. Kann ich hier irgendetwas machen? Spießen Gegner auf, Standard-Ladezeit, Projektile werden mit normaler Geschwindigkeit abgefeuert. Ich hätte nachgeguckt, ob ich das Ding irgendwie noch einmal... Projektile fliegen weiter und schneller, okay. Lädt schneller nach. Werden zu Raubtierködern. Hm. Ich hatte gedacht irgendwie, dass ich das Ding noch einmal mit einem Schalldämpfer versehen kann, aber vielleicht hier. Vielleicht kann ich das ja noch mit einem Schalldämpfer versehen. Ach, die Mods bei so einzigartigen Waffen sind vorinstalliert. Die kann ich nicht nochmal abändern. Okay. Ist natürlich blöd. Dieses Gewehr macht ein bisschen mehr Damage. Und hat den Schalldämpfer schon drin. Immerhin. Das Ding hat panzerbrechend und ich habe aber schon, das andere hat schon panzerbrechend, oder nicht? Deswegen wäre es besser, wenn das hier Weichzielmunition verschießt. So. Dann rüste ich die jetzt auch aus. Ne? Und dann müsste ja meine Sekundärwaffe... Genau, die hat panzerbrechend. Kann ich noch was machen? Pointer. Impro Laser Pointer könnte ich dran packen. Na? Ich brauche auf jeden Fall mehr Schießpulver. Das brauche ich jetzt. Meine Seitenwaffe. Vielleicht könnte ich da mal einen Schalldämpfer reinballern. Wie wär's damit? Ja, Impro-Schalldämpfer, einfacher Schalldämpfer habe ich auch jetzt. Könnte ich auch machen. Brauche ich etwas mehr recyceltes Befestigungsmaterial, aber ist okay. Ich würde sagen, mit so einem Ding, das geht nicht so schnell kaputt, denke ich. Und die Geschwindigkeit ist dann auch höher. Der Waffenlärm wird etwas reduziert, die effektive Reichweite wird etwas verringert, überhitzt sehr schnell. Ja, die hier überhitzt, glaube ich, aber schneller, so wie die ausschaut. Also, ich nehme den einfachen Schalldämpfer. Was gibt's denn sonst noch? Rückstoß wird in alle vier Richtungen reduziert. Impro-Schalldämpfer MK2. Waffenlärm wird stark reduziert, die effektive Reichweite wird stark verringert, überhitzt langsam. Ja, komm, nehmen wir erstmal den einfachen Schalldämpfer. So, dann haben wir wenigstens schon mal eine schallgedämpfte Waffe. Ne, okay, zwei zugegeben, ja, aber, ne, dann sind wir fürs nächste Mal auch mal besser gerüstet. Gerade hiermit, ne, damit können wir jetzt deutlich besser von Weitem Schalldämpfer-Kopfschüsse machen und Schalldämpfer, Alarmausschalterschüsse, bla. Ich seh. Ihr wisst schon Bescheid.
Was haben wir denn jetzt hier noch? Uran. Ich wollte schon Urin sagen, ohne Scheiß. Oh Mann, ey. Ich bin schon durch hier. Behälter durch Wände markieren. Maximale Ausdauer erhöht sich, regeneriert sich schneller. Du bewegst dich viel schneller, nachdem du gerutscht bist. Verteidigung gegen Explosionen erhöht. Du sammelst Gegenstände in der Nähe automatisch ein im Fahrzeug. Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Das wäre nicht schlecht. Generelle Bewegungsgeschwindigkeit klingt zumindest so. Mehr Nahkampf. Du wirst von Nahkampfangriffen nicht mehr niedergeschlagen. Munition und Pesos von toten Soldaten auf viel größere Entfernung einsammeln. Okay. Auch nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich, wenn deine Waffen im Holster stecken. Du richtest mehr Schaden an Fahrzeugen, an Luftfahrzeugen an. Ich würde sagen, ich nehme das mal. Und das würde ich auch noch gerne mitnehmen. So. Würde ich sagen. Dir an. Dir kann man. Gut. Na, was hat das hier? Mehr Seitenwaffenmunition brauche ich jetzt nicht so dringend. Da ist das mir persönlich lieber. Und andere Treter beim Nachladen schneller bewegen, dann lieber immer schneller sein. Nichts vormachen. So. Ja. Ja, beim Schleichen bin ich, glaube ich, auch leicht schneller. Kann auch sein, dass es mir nur so vorkommt, aber hey. Wird schon so stimmen. Okay, genau. Ich habe ja jetzt hier auch den Schlüssel eingesammelt. Dann schaue ich mal, was hier drin noch so alles zu plündern ist. Medizin, Medizin, aber ordentlich, Alter. Hätte ich hier jeden Alarm ausschalten können? Glaube ich nicht, aber keine Ahnung, hätte ja sein können. Was haben wir hier? Medizin, Schießpulver, cool. Kann ich sehr gut gebrauchen. Noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Passt schon. Ansonsten hier rein. Ne, das habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Zugegeben, Medizin. Aber zum Glück ist hier jetzt nichts Schlimmes noch gekommen. Schlüsselkarte zum Versorgungszentrum. Ach, hier wäre noch eine gewesen. Die schließen mir wahrscheinlich exakt den gleichen Raum auf, wie auch schon der letzte Schlüssel. War da noch was? Ich dachte, ich hätte jetzt noch was blinken sehen. Oh Mann. Guck mal. Propaganda-Zeug. Aber. Boah. Auf einem Bildschirm gleich vier Kanäle offen zu haben, wo so etwas gesendet wird. Boah. Alter, wenn normale Gehirnwäsche nicht ausreicht, ne? Das ist dem Anton Castillo nicht genug. Der muss schon vierfache Gehirnwäsche betreiben. Heftig. Eine Seilrutsche, die zufälligerweise von hier runterführt? Nö. Na gut, dann eben nicht. Boah, die Leiter wäre mir fast zu Verhängnis geworden. Aber zum Glück hat das mit dem Baseball noch funktioniert. Ohne Scheiß. Ich dachte so, es gibt jetzt eine 50-50 Chance, dass das funktioniert, dass ich den Baseball überhaupt so weit schmeißen kann. Ne? Das war ja auch meine Sorge. Aber Gott sei Dank, es hat geklappt. Puh, okay, cool. Ich denke mal, wir haben jetzt hier das Gröbste mitgenommen. Moment, ich möchte hier noch. Ja, da, ich wollte gerade sagen, wo ist das Ausrufezeichen? Das möchte ich noch mitnehmen, weil da habe ich das? Ja. Das habe ich geplündert. Hi, was hast du für mich? Für dich. Was weißt okay. du? Hey Danny, wir planen eine kleine Überraschung für Castillos Soldaten. Kämpfe mit uns. Mach diesen Überfall zu etwas Besonderem. Gracias, gracias. Neues militärisches Ziel aufgedeckt. Okay, dort? Codename Mod-Mod. Hinterhalt. Okay. Ein Hinterhalt, warum nicht? Klingt cool. Kann ich ja mal ausprobieren. Okay, Munition ist aufgefüllt. Sehr gut, sehr gut. Ah, vorbei. Hui! Können wir doch mal mit Stil reisen. Geil wäre es jetzt auch, wenn wir einfach mal so aus enormer Höhe in der Lage wären, einen Takedown auszuführen. Wie geil wäre das denn? Ne, jetzt einfach mal so einen Soldados da unten. Da geht das Ärger. Erledigen.
Sind das schon Gegner? Das sind tatsächlich schon Gegner. Uiuiuiui. Okay, aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, das hebe ich mir für den nächsten Part auf. Oh, hat jetzt echt den ganzen Part lang gedauert, die eine Trophäe zu machen. Aber wie gesagt, hat sich gelohnt. Damit ist die schon mal aus dem Weg. Und spätere Basen, die ich einnehmen kann, die werden mit Sicherheit nicht leichter werden. Also Hauptsache, das ist abgehakt. Geile Sache. Oh, bin so froh, dass es noch funktioniert hat. Okay, dann würde ich für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.